Herzlich willkommen zu einer neuen Folge QSO4YOU hilft. Heute mit einem Gaming-Thema, das hat uns der liebe Jonas zur Verfügung gestellt. Er fragt nämlich, bringen Latenz-Tools, also Ping-Tools wirklich was? Also Anbieter, die behaupten, sie würden euren Ping bei Online-Games wesentlich verbessern, und das klären wir in dieser Folge. Vorab nochmal kurze Werbung für unsere Gamescom-Berichterstattung nächste Woche. Nächste Woche ist die Gamescom in Köln, dort werden wir auch dort sein. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit, wenn ihr uns dort seht, ansprechen. Wir können kurz mal labern, wie auch immer, was ihr wollt. Und das seht ihr alles auf unserem Gaming-Kanal. Und hier geht es natürlich ganz normal weiter mit IT-Themen auf dem Tech-Channel. Ja, die Frage war ja, kann man den Ping verbessern, indem man so ein Tool nutzt, wie zum Beispiel, Moment, jetzt ist mir gerade, WTFast zum Beispiel oder PingBetter. Das sind alles Anbieter, die behaupten, sie würden den Ping zu dem Server verbessern. Also wenn ich hier irgendwie Online-Gaming mache, dann verbinden die sich zu einem Rechenzentrum, zu einem Server von WTFast zum Beispiel oder PingBetter und leiten die Datenpakete dann besser oder schneller zum Zielserver. Ja, warum funktioniert das nicht? Also ich kann von vornherein schon mal sagen, dass ich von solchen Diensten überhaupt nichts halte, denn es ist rein physikalisch teilweise kaum möglich, solche Sachen zu verbessern. Wenn die Physik einfach nicht stimmt, dann wird es auch mit so einem Tool nicht besser, teilweise sogar eher schlechter, und warum das so ist, werde ich euch jetzt mal anhand ein paar Beispielen belegen, denn sonst glaubt ihr mir das natürlich nicht oder sonst könnte ich ja einiges erzählen. Nehmen wir mal an, oder was heißt nehmen wir mal an, wir haben bei QSO4YOU mehrere Standorte, wir haben Server an verschiedenen in verschiedenen Rechenzentren untergebracht. Einmal bei United Games Servers zum Beispiel, bei Contabo, bei OVH. Und so sieht das Ganze hier aus. Also man sieht das schön auf der Karte, die gibt es auf unserer Website zum Angucken, wer sich so ein bisschen dafür interessiert, wie wir das bei QSO4YOU realisieren. Und da wäre jetzt zum Beispiel das Beispiel, ihr wollt oder ihr habt einen Game-Server bei uns auf dem Server hier in München zum Beispiel und ihr wollt darauf zugreifen. Ihr sitzt vielleicht gerade, sagen wir mal, in Berlin zum Beispiel oben und wollt dann auf den Münchner Server zugreifen. Jetzt kann es natürlich sein, dass euer Anbieter euch über sonst was routet. Der möchte ein bisschen Geld sparen, was weiß ich, oder es ist einfach ein Failover, also das heißt also eine Leitung ist weggebrochen aus irgendwelchen technischen Gründen, wegen Überlastung oder auch physikalischen Bagger hat die Leitung zerrissen. Das heißt also, der Provider muss dann vielleicht sogar übers Ausland gehen. Der geht dann vielleicht über Polen, Tschechien oder so und geht dann runter nach München, routet vielleicht dann auch nochmal wieder rein, weil der Anbieter in Polen oder Tschechien vielleicht ein Peering mit der DE-CIX hat, die ist in Frankfurt, und dann geht es von Frankfurt nach München. Das sind natürlich Szenarien, die sind im Regelfall sind es Sachen, die gehen rasend schnell, das sind mehrere Millisekunden, und ich kann das auch mal belegen anhand eines Beispiels. Wir können mal unsere QSO4YOU Website mal ein bisschen physikalisch nachvollziehen, wie funktioniert das Ganze eigentlich, indem wir einfach mal über das Terminal einen Tracert machen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen optimieren, dass ihr da auch was seht, und nehme da mal ein bisschen größere Schrift, damit ihr das auch seht in dem Video jetzt hier. Genau, so ist es gut. Wir machen jetzt Tracert www.qso4you.com, das ist ja unsere Website, und jetzt sehen wir gleich die Router, also die dazwischen geschalten sind. Man sieht hier einmal meine privaten Router, das ist alles hier noch privat, die 168, 178, 100, das ist jetzt hier nochmal eine Firewall, die bei mir zu Hause steht. Dann geht es hier auf den DSL-Router, jetzt geht es zur Telekom, und jetzt werden wir gleich mal sehen, wie viele Knotenpunkte da eigentlich dazwischen liegen. Jetzt sind wir hier schon in Frankfurt, das sieht man hier, frankfurt.de, und jetzt nochmal Frankfurt, Und jetzt müsste das dann bald an unserem Server ausgeleitet werden. Das ist, glaube ich, der letzte Router jetzt, der 83er vor unserem Server. Genau, hier sieht man es. Also jetzt ist man hier auf dem Server. Das heißt also, ich sitze ja hier in der Nähe von Coburg. Das heißt also, bei mir geht es dann auch nach Frankfurt. Und es kann natürlich sein, dass diese Router hier sonst wo liegen. Aber das ist dann trotzdem schon relativ optimal. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Hoster sagt, okay, ich habe jetzt kein Peering zur DE-CIX, also DE-CIX ist der größte Internetknotenpunkt Europas, da laufen eigentlich alle wichtigen Leitungen zusammen in Frankfurt, der Route dann ein bisschen anders, aber der Server steht ja dann in Frankfurt, das heißt irgendwann wird er nach Frankfurt kommen. Was machen diese Dienste oder behaupten sie zumindest zu tun? Sie möchten möglichst wenig Router hier reinbringen. Man sieht schon anhand der Latenzen hier, jeder Router, der dazwischen ist, macht das Ganze natürlich langsamer. Das ist irgendwo klar, weil der muss die Datenpakete hin und her jonglieren. Und wenn der Router natürlich ziemlich ausgelastet ist, das kann ja auch passieren, dann hat man da so ein bisschen einen Flaschenhals und dann wird es langsam. Das ist klar, wenn ihr zum Beispiel auf der Autobahn von München nach Berlin fahrt und es staut sich, keine Ahnung, zwischendurch mal, dass ihr dann natürlich im Endeffekt länger braucht, das ist ja wohl logisch. Ihr seid zwar nicht generell langsam unterwegs, aber ihr habt dann ein gewisses Stück Stau dabei und das kann natürlich auch bei solchen Routing-Geschichten auftreten. Und diese Anbieter versprechen eben, dass sie dann eine andere Route finden, um das eben schneller zu lösen. Das Problem ist allerdings an dieser Technik, dass die Anbieter ja auch nur mit Wasser kochen können. Die können mit Techniken arbeiten, die es halt bereits in der IT gibt. Die haben meistens natürlich keine eigenen Techniken, die kaufen sich was ein oder setzen auf altbewährte Open-Source-Geschichten. Es gibt ja zum Beispiel VPN, ein Virtual Private Network, das setzt man im Firmenumfeld gern ein. Ihr setzt es vielleicht ein, um mit euren Freunden über Hamachi Minecraft zu spielen zum Beispiel oder andere Multiplayer-Games, die ihr halt dann einfach zu Hause hostet auf eurem PC als Server dann in dem Fall und sowas machen die halt auch. Das heißt, die haben irgendwo einen Server stehen. Ich nehme hier mal exemplarisch, weil wir es hier so schön aufgezeichnet haben. Sage ich, okay, ich sitze jetzt hier in Coburg, möchte nach München und der Anbieter hier, also zum Beispiel WTFast, sitzt jetzt hier in Straßburg. Im Regelfall würde ich natürlich hier, das Beste ist natürlich immer Luftlinie, ganz klar, aber die Kabel liegen eben nicht in Luftlinie. Das heißt also, es könnte sein, dass es hier so zickzack runter geht, aber wahrscheinlich nicht so nach oben und dann von oben nach quer durch Deutschland. Nein, also die Telekom, auch der Rechenzentrumsanbieter hier unten in München, die sind natürlich alle bedacht, dass die Daten möglichst schnell irgendwo hinkommen. Das ist ja gar nicht deren Intention, sag ich mal, dass die Daten quer durch halb Europa geleitet werden, weil das belastet die Netze eigentlich unnötig. Warum muss ich das? Das ist wie wenn ich nochmal zum Beispiel auf der Autobahn von München nach Hamburg fahre, wenn ich dann erstmal über Saarbrücken fahre und ich fahre dann nach Frankfurt und fahre dann nach Düsseldorf und von dort aus fahre ich dann vielleicht nach Hamburg. Das ist vollkommener Bullshit. Das mache ich nicht, weil es mehr Ressourcen braucht, Sprit und so weiter und das machen die Anbieter auch nicht. Also die sind ja auch bemüht, dass sie eben möglichst schnelles Routing auch zum Kunden gewährleisten. Das ist in jedem Rechenzentrum so. Ich arbeite ja auch in einem Rechenzentrum. Sind alle bemüht, möglichst schnell die Daten von A nach B zu kriegen. Das kostet natürlich auch alles Geld, der Traffic, und belastet die ganzen Netze. So, und wenn die Anbieter jetzt sagen, okay, wir müssen es noch besser machen, wir optimieren es noch mehr, dann sage ich, das kann eigentlich in den meisten Fällen eigentlich nur schief gehen, weil wenn ich jetzt von Coburg nach Straßburg gehe, dann geht es vielleicht von Straßburg nochmal nach Hessen, nach Frankfurt und von Frankfurt geht es dann nochmal irgendwo anders hin, vielleicht irgendwie noch zu einem Knotenpunkt nach Nürnberg und dann erst von Nürnberg nach München. Das ist im Regelfall schon mal physikalisch, gebt ihr mir wahrscheinlich recht, viel langsamer oder die Latenz ist viel höher. Man darf sowieso nicht den Fehler machen, Latenz mit Bandbreite gleichzusetzen. Latenz ist die Reaktionszeit, die Geschwindigkeit, in der Daten von A nach B kommen. Und Bandbreite ist, wie viel Daten bekomme ich durch innerhalb von einer gewissen Zeit. Und ihr seht schon, also physikalisch wäre das dann schon mal viel langsamer, wenn ich über diesen Anbieter gehe. Warum ist es dann nochmal langsamer? Ganz einfach. Der Anbieter muss die Datenpakete, die nach München geroutet werden sollen, muss er irgendwie kenntlich machen, irgendwie müssen die ja zugeordnet werden. Das heißt, der packt die Datenpakete bildlich gesprochen in einen Karton, versieht den Karton mit einem Stempel drauf, damit in Straßburg deren Server weiß, okay, das ist jetzt vom Steffen Paket und das Paket vom Steffen muss dahin. Die Datenpakete sind immer gekennzeichnet, müssen sie auch sein, sonst wissen die anderen Router nicht, wo sie hin sollen. Aber die packen da nochmal was außen rum. Das wird dann alles nochmal in ein Protokoll gepackt, das ist zum Beispiel VPN, und dadurch habt ihr einen sogenannten Overhead, und der Overhead sorgt dafür, dass ihr mehr Bandbreite braucht. Und wenn ihr mehr Bandbreite braucht, müssen mehr Daten übertragen werden. Wenn der Internetanschluss dann zum Beispiel auch noch langsam ist, dann kann es natürlich nochmal zusätzlich die ganze Verbindung, das Routing zu dem Server nochmal erschweren. Und dann seht ihr schon, dass es physikalisch eigentlich unmöglich ist, durch diese Tools eine bessere Verbindung herzubekommen. Und dann ist es ja auch noch so, dass die meisten, die sowieso langsames Internet haben, die werden diese Tools ja benutzen wollen, die haben dann auch ein physikalisches Problem, dadurch, dass der Internetanschluss nicht über Glasfaser angebunden ist, also die letzte Meile ist bei den meisten sowieso immer noch Kupfer, außer ihr habt Glasfaser ins Haus, aber dann der Verteilerkasten, der ist bei VDSL in ganz wenigen Fällen noch mit Kupfer, aber in, sagen wir mal, 90% der Fällen immer mit Glasfaser angebunden. Also ihr habt da eigentlich schon mal optimale physikalische Bedingungen, damit die Datenpakete schnell laufen. Aber diese Leute werden mit Sicherheit keine solchen Tools brauchen und die auch nicht verwenden wollen. Die Leute, die auf die Idee kommen, sowas einzusetzen, die haben ja meistens langsames Internet und machen dann mit den Tools durch den Overhead, wie schon gesagt, und durch die physikalischen Gegebenheiten das Ganze nochmal langsamer, als es eigentlich sein soll. Und da seht ihr, dass diese Tools eigentlich im Regelfall nichts bringen, außer dass sie Geld kosten und dass sie im Endeffekt vielleicht sogar das Ganze noch langsamer machen und noch schlechter machen, als es eigentlich eh schon ist. Und dadurch, dass ihr ja ständig irgendwelche Server wechselt, beim Online-Gaming zum Beispiel habt ihr ja nicht immer den gleichen Server, sondern habt mal da einen, macht es die Sache natürlich nicht einfacher. Klar, die Game-Anbieter sind auch nicht blöd, die überlegen sich natürlich, welcher User bekommt welchen Server, wie kommt er am schnellsten hin. Klar, es gibt natürlich dann auch Level-Load-Balancing, wenn es blöd läuft, landet ihr dann natürlich wirklich irgendwo ziemlich weit abgelegen von eurem Knotenpunkt, aber im Regelfall gucken die natürlich auch drauf, wo ist die Latenz am besten. Nicht umsonst gibt es bei den ganzen Anbietern Europa-Server, Amerika-Server, Asien-Server, damit eben das Routing nicht allzu weit weg ist. Und wenn ihr das Ganze eigentlich beachtet und sagt, okay, ich zocke jetzt auf einem Server in Europa, dann sollte das eigentlich alles recht schnell vonstatten gehen. Und wie gesagt, wir haben in Europa den DE-CIX, diesen Internetknotenpunkt, der ist super angebunden und jeder Rechenzentrumsanbieter achtet darauf, dass er nicht nur einen Carrier hat, also einen Verbindungsanbieter, der praktisch die Leitung zur Verfügung stellt, sondern auch andere Anbieter, die dann womöglich auch schneller routen können oder eben auch über die DE-CIX gehen, und die DE-CIX ist eigentlich so der Anbieter, wo jedes Rechenzentrum schaut, dass es da möglichst eine direkte Verbindung dorthin hat, damit die Daten eben schnell zum Kunden kommen. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt in unser Forum rein. Das ist komplett neu gemacht. Da hat der Felix sich ordentlich ins Zeug gelegt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da auf jeden Fall mal eure Fragen rein postet. Wir werden in 2 Wochen wieder eine neue Folge QSO4YOU hilft veröffentlichen, und solange könnt ihr hier schon mal Themen sammeln. Wir werden teilweise auch im Forum direkt drauf eingehen, und das soll jetzt praktisch das zentrale Werkzeug sein für diese Sendung, wo wir die ganzen Fragen dann herbekommen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, euer Steffen Kolb von QSO4YOU Tech.